Hey Kinder, was geht bei euch ab? Junge! Hey, jetzt sind wir mit Michael unterwegs, mit Michael, ich. Ich habe übrigens endlich Bescheid bekommen. Ich habe die Prüfung bestanden. Heimburg, du wolltest doch wissen, du alter Bongard. Da haben wir ein Fragezeichen. Was hat das zu bedeuten? Fahren wir mal ganz vorsichtig hin. Fuck! Ja, das war etwas zu vorsichtig. Ihr müsst übrigens wissen, Leute, passt mal auf. Gerade eben, da ist mir der ganze Scheiß umgefallen und die Spinne ist zerfetzt. Dieses Gummi. Psch. Guck mal, ich hab's männermäßig geklebt. das ist das Originalgummi. Das knallt bestimmt bald auf. Das da ist aus diesem Metallding. Da, diese Metalldinger. Das ist hier aufgegangen. Und ich hab das hier, das ist Klebeband. Klebeband und Plastik. Und dann zusammen gequetscht und es hat irgendwie gehalten. Wahrscheinlich schnallt es gleich auf und dann hängt es so runter. Das ist total behämmert. Das ist echt schrecklich. Ja, scheiße, jetzt habe ich das Auto kaputt gemacht. Mensch, Frenkel! Michael! Steigen Sie bitte aus, Sir. Ich bin schon etwas alt. Ich bin ein Mann im voranschreitenden Alter. Ich muss, Alter, wird es immer schwieriger zu fahren, weißt du? Da weiß ich nicht, ob du auf der Kirchefahrt bist oder links oder rechts. Und man kriegt die Unfälle auch nicht mehr mit. Was? Oh nein! Jemand hat ihre Tasche gestohlen, Madam. Ich finde den Dieb. Hey, Dieb, hältst du kurz an? Ich möchte gerne Dieb? Hey. Hey, Dieb. Anhalten. Oh, nein. Alter. Oh, nein. Es hat einen Unschuldigen erwischt. Wow. Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. Ey, ein Angriff? Hell no! Geh dir mal weg! Oh, shit! Nein, geh weg! Stay the fuck away from me! Das zeig ich euch auch! Hüsch! Was der da hat, das ist nicht gut. Das ist nicht homegrow. Help! That bastard just robbed me! Kein Problem. Ich bin ein alter Mann, aber ich bin ziemlich schnell. Ich werde ihn retten. Ich werde ihr Geld retten. Boah, sehr schnell. Haltet, ich muss einen Dingschuss machen. Das war ein Testschuss. Er schießt zurück! Oh fuck, ich hab einfach jemand anderen geschlagen. Vielleicht hätte er auch Geld geklaut, ich weiß es nicht. Haben Sie auch Geld geklaut, Sir? Nein, Sie können liegen bleiben. Alles klar. Das waren 2000 Dollar, cool. Die behalte ich, mich? Die behalte ich gerade? Nein, ich werde ihn recht schaffen, dann mit Michael. Und ich bin zweimal getroffen. That you might need. 200 als Belohnung. Jetzt nehme ich ihr Auto. Oh shit. Daddy ist zu Hause. Ich bin zwar angeschossen, aber es ist nicht so tragisch. I mean, our boat going down the Western Highway. It's been stolen. Verkacktes Kind. Frenkel, du musst mir gerade mal helfen, gell? Ich muss meinen Sohn aus dem Boot rausholen, wisch. Da hast du dich doch fett eingeschissen und weißt jetzt nicht, wie er rauskommt. Ich hätte zurückrabatt. Zurückrabatt! Hopp, Frenkel, kämpf! Du hast gleich geschafft! Frenkel, lass dich nicht unterkriegen! Frenkel, komm, drück meine Hie! Will diese dicken Männer die Fußball gucken? Den hätte ich locker reingeschossen! Wenn sie aufstehen, haben sie sofort drei Herzinfarkte. Komm schon, Frenkel, hau mir in die Neid, ist doch nicht so schwer! What the fuck? Ich hab einfach geschossen irgendwo hin! Das hätte auch ins Auge gehen können, also das vom Frenkel, wisch? Jimmy! Frenkel, steig ein! Du bist ganz schön langsam für einen Bub in deinem Alter, wisch? Menschenskinners! Jetzt kann ich hier mit der verkackten Crystal-Weiberkarre in eine Werkstatt fahren. Das ist ja wohl das Allerletzte. Guck mal, was da für ein Auto steht. Da bringe ich den Sohn nach Hause. Ja, hier, bei der Desandas vom Haus. Jetzt guck doch mal da. Was hat der Jimmy schon wieder geschrieben, bitte? Yo, F. Hab dich bei Life Invader eingeladen. Nimm an und wir können abhängen. Kannst mich jederzeit anrufen, Bruder. Jederzeit. Dann hauen wir auf die Kacke. Bis dann. Jizzle. Verdizzle, manizzle. Petizzle. Verschizzle. Verpissel? Kimissel? Schissel? Was ist das dann? Was macht man hier irgendwie mit den E-Mails und so? Bei uns im Osten, da gehen wir um Fiskul und Pony Schwimms. Ey, ich bin gerade gegen mein Auto gefahren. Das habe ich gerade frisch geklaut, gell? Drecksack. Da will er einfach Fotos machen. Wäre ich von so einer armen Frau. She looks like a bloodhound in a wind tunnel. God, I love her. Wir müssen den Drecksack ganz schnell erledigen hier. Der macht nämlich viel bessere Fotos als Vivo Wir. Durchgepeitschter Juckel. Jetzt ist mein geiles Auto nicht mehr da. Oh nein. Was ist hier passiert? Inspektor Franklin muss das mal eben aufklären. Helm ab bitte, Franklin. Leute, da liegt ihr. Leute? Sind mir ja nicht hier gerade Mord auf. Also sie ist auf jeden Fall tot, Leute. Sie ist auf jeden Fall tot. Oh mein Gott, Leute, fahrt doch nicht über sie. Schönes Auto, mein. Hallo, ich muss kurz das Auto inspizieren. Ich glaube, es ist irgendwie kaputt. Noch besseres Auto? Kein Unfall bauen. Ich darf keinen Unfall. Oh mein Gott. Wer wird du gebumst? Wir werden ihn töten. Such a dirty bitch. So, du alte Kotschleuder, jetzt siehst du, was passiert, wenn man mit verheirateter Frau bumst, verstehst? Oh yeah. Genauso macht man das mit irgendwelchen Schweinepriestern, ja?
Alter, sie ist wie ein Stein. Ich schmeiß jetzt den Stein um, denn ich bin ein starker Mann. Tja, Fetti. Oh nein, oh nein, oh nein, Monsieur. Oh nein, du bist jetzt aber nicht tot. Ich hab dich doch nur angesprungen. Jetzt verarsch mich nicht, Mann. Jetzt steh wieder auf. Er ist echt gestorben. So kann's halt gehen, ne? Also Leute, vielen Dank, dass ihr heute wieder zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Thank you.